Wer als Tourist etwas sehen will, muss hoch hinaus. Der Blick von oben ist immer etwas Besonderes und im Südburgenland gibt es einige Möglichkeiten dafür. Auf dem Gugelhupf in Bernstein zum Beispiel, einem künstlich errichteten Aussichtskegel, der einen atemberaubenden Rundblick verspricht. Er liegt sehr verkehrsgünstig und kommt sehr gut an, weil man vom Gugelhupf eigentlich in die Alpen recht gut reinsieht, sowohl in die steirischen wie in die niederösterreichischen Alpen und natürlich auch Richtung Burgenland zum Geschriebenstein und Richtung Ungarn. Na, es muss natürlich das Gelände passen und braucht das Material. Und dann geht ja eine Menge Material ein und tut nur halt das Glück, dass das die Straßenverwaltung, das Bauamt relativ viel Restmaterialien gehabt haben und die Tuten aufgeschüttet worden sein. Und außerdem braucht man Genehmigung. So eine Aufschüttung ist ja genehmigungspflichtig. Von Wechsel über Schneeberg über die bucklige Welt bis hin zum Neusiedlersee und runter bis zur Choralpe und Slowenien. So weit reicht die Sicht und unterstützt wird der Rundblick von gut beschrifteten Panoramakarten. Der Gugelhupf ist Teil des Alpanonia-Weitwanderweges, einem Höhen- und Panoramaweg, der durch drei österreichische Bundesländer bis in die ungarische Tiefebene führt. Der Alpanonia ist ein Ultraweitwanderweg, ein Höhen- und Panoramaweg. Man geht hauptsächlich über die Höhenkämme von der Waldheimat bis zum Geschriebenstein und dann nach Kösseg runter. Das heißt, man ist immer in der Höhe und geht durch sehr wenige Orte durch und hauptsächlich durch Wald- und Almwirtschaften und mit sehr vielen Aussichtspunkten und kann natürlich dort auch die Alpen genießen, den Alpenrundblick und natürlich beim Geschriebenstein Richtung in die ungarische Tiefebene. Die Aussichtswarte am Kreuzberg in Aschau steht in direkter Sichtverbindung zum Gugelhupf. Mit Blick zur Riegersburg im Süden, zum Hochwechsel im Nordwesten und dem Hutwisch in Hochneukirchen. Nach Osten hin ist der Geschriebenstein zu sehen. Man sieht vom Osten vom Geschriebenstein nach Westen zum Gugelhupf und natürlich nach Aschau zu dem Aussichtsturm. Man kann sich gegenseitig beobachten, natürlich mit einer entsprechenden Entfernung. Also man braucht schon ein Fernglas auch, um sich wirklich zu sehen. Die Sicht ist natürlich wetterabhängig. Es gibt bei klaren Tagen Sicht bis zur Riegersburg rüber, auf die Choralm, natürlich auch zum Plattensee, zum Chamblau, zum Neusiedlersee rauf. Das ist alles wunderschön zu sehen, natürlich nur wenn klares und schönes Wetter ist. Der Geschriebenstein ist mit 884 Metern die höchste Erhebung des Burgenlandes und mit dem Aussichtsturm am Gipfel hat man die Staatsgrenze Österreich-Ungarn erreicht. Die Grenze führt mitten durch den Turm, doch Grenzen sind da, um überwunden zu werden. Der Grenzturm ist einer der meistbesuchten Punkte am Alpanonia-Weitwanderweg. Es sind dort hunderte Besucher manchmal. Die Grenzen sind eigentlich nicht mehr da. Natürlich in Corona-Zeiten ist er ein bisschen anders. Dort kann man sich natürlich treffen, weil er ja direkt an der Grenze liegt. Das kann von Österreich und Ungarn besucht werden. Es ist ein wunderschöner Punkt mitten im Waldgebiet an der grünen Grenze sozusagen. Der Vogelturm in Rechnitz bringt Natur näher. Der Baumwipfelweg in Altodis wurde so gestaltet, dass er auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. 11 Türme und Aussichtsplattformen ermöglichen ein unvergessliches Erlebnis in luftiger Höhe. Also worauf warten? Die Aussichten sind gut.